Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable. Ja, ich stehe hier und zwar werde ich mir heute endlich nach so ewig langer Zeit, na gut, ewig lange Zeit ist es jetzt nicht, aber ich glaube, es ist 2 Wochen her, seitdem das Update mit den Anfängerpferden war. Und ich habe mir immer noch nicht die Anfängerpferde anschauen können, weil ich ja umgezogen bin. Und jetzt, diese Folge hier ist tatsächlich die erste Folge, die ich jetzt nach meinem Umzug aufnehme. Und das Erste, was ich jetzt in Star Stable tue, ist mir die Anfängerpferde anzuschauen, beziehungsweise mein Anfängerpferd. Oh, jetzt seid ich direkt mal voll falsch. Aber nach 2 Wochen SSO-Pause darf man auch mal ein bisschen falsch reiten. Ja, ich bin so super gespannt auf jeden Fall, wie die aussehen, die Anfängerpferde, beziehungsweise halt mein Anfängerpferd. Oh, da war gerade schon eins. Und ja, Appley, unser Apple Bell. Ich bin so super gespannt und ich freue mich auch nächste Woche auf den, oh Gott, jetzt ist mir das Wort tatsächlich total entfallen. Oh mein Gott, wo man die ganzen Pferde kaufen kann auf jeden Fall. Und ja, ich möchte unbedingt wissen, wie die ganzen alten, in Anführungsstrichen, also jetzt die neuen alten Pferde aussehen. Und ich glaube, ich muss Apple Bell auch noch irgendwo hier rein machen. Denn ich glaube, Apple Bell hatte momentan leider keinen Stall. Weil ich das Anfängerpferd immer weggemacht habe. Hier, wir können mal Windgirl einmal eintauschen. Was hat die denn noch so Schönes? Die hat meine tolle Satteltasche, ne? Ne, die alte Satteltasche. Okay. Windgirl, das darfst du auch behalten. Da, Apple Bell. Jetzt bin ich aber mal mega... Oh, guck mal. Die sieht ja total anders aus. Wow. Krass. Also ich schaue mir das jetzt auch wirklich mit euch das erste Mal an. Ich habe vorher noch nicht geschaut. Ich habe mir auch noch kein richtiges Video dazu angeguckt. Das muss ich jetzt erstmal auf mich wirken lassen. Das sieht ja richtig schick aus. Wirklich richtig schön weiche Konturen. Die Beine auch viel schöner als vorher. Steigen sieht auch gut aus. Da kann man sich dann ja sogar jetzt mal neue Pferde kaufen. Also von den alten Modellen mal neue Pferde kaufen, weil die ja genauso schön jetzt aussehen. Was natürlich jetzt nicht ganz so schön ist, immer noch nicht so schön ist, ist die Schnauze oder der ganze Kopf hier. Aber es sieht auf jeden Fall schon sehr, sehr viel toller aus. Und da kann ich nur sagen, an jeden, der jetzt mit SSO anfängt, die können sich glücklich schätzen. Oh, wie schön das aussieht. So richtig flüssig, der Gang und Hammer. Stoppen wir nochmal. Finde ich echt gut. Jetzt habe ich auch voll Lust, mit meinem Anfängerpferd mal wieder rumzureiten. Ich weiß nicht, wie geht das euch denn so? Wie findet ihr denn die Anfängerpferde? Weil, wie gesagt, ich habe noch gar nichts davon gesehen und das ist jetzt das erste Mal, dass ich hier die Anfängerpferde sehe und ich bin so glücklich, dass ich jetzt endlich auch mal mein Anfangspferd richtig sehen kann und ich bin echt begeistert. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wobei ich immer finde, dass die Anfangspferde trotzdem irgendwie ein bisschen alt aussehen. Also ich meine wirklich Jahren alt, also es sieht aus, als wenn das schon eine alte Stute ist. So ein bisschen vom Kopf her. Aber es gefällt mir gut. Oh, ich kann es kaum erwarten, bis ich die anderen alten Pferde sehen kann. Also da warte ich auch wirklich bis nächste Woche, bis... oh mein Gott, mir fällt das jetzt nicht ein. Ich habe es eben noch gelesen und gesehen, dass nächste Woche endlich der Pferdemarkt ist. Ha, jetzt fällt es mir wieder ein. Der Pferdemarkt, da möchte ich mir dann nämlich gerne auch den Oldenburger mal angucken. Denn dort ist der Apfelschimmel der Oldenburger und den fand ich da von der Färbung her ja schon richtig, richtig cool. Und deswegen bin ich super gespannt, ob mir der dann auch so gut gefällt, dass ich vielleicht mal sage, hey, kaufe ich mir doch einfach mal den Oldenburger. Voll cool, warte mal, was ich mir jetzt nochmal ganz schnell angucken muss, ist einmal, ob ich die Mähne vielleicht wechseln kann. Beziehungsweise nicht wechseln kann, sondern ob mir das gefällt.
So, mal gucken. Oh, jetzt bin ich natürlich hier ziemlich blöd, dass ich so zitter. Nochmal so. Okay, mal gucken, wie sieht das denn aus? Oh, das würde Apple natürlich auch sehr gut stehen. Ja, ein bisschen länger geht auch. Nee, kürzer mag ich gar nicht. Länger könnte man noch machen. Oder die Zöpfchen, die sind eigentlich auch ganz cool. Die passen auch richtig gut dazu. Ich spare mir jetzt aber die Starcoins. Ich habe noch nicht so wirklich viel. Aber das behalte ich auf jeden Fall schon mal im Hinterkopf, dass man das mal machen könnte. Und was wir uns jetzt auch nochmal angucken werden, sind die Urpferde, die jetzt neu sind. Na gut, das sind auch wieder neue alte. Die gab es ja schon mal, die Ponys. Und die gucken wir uns jetzt... Oh, gucke mal. Das habe ich ja auch noch gar nicht gesehen. Halt! Man entdeckt jedes Mal etwas Neues, wenn man mal nicht beim Update dabei war. Der ganze Pferdetransporter sieht anders aus. Das haben sie bestimmt gemacht wegen dem letzten Update, weil da ist man ja hier total drüber gekommen und reingebackt so ein bisschen. Zumindest war das bei mir das letzte Mal so, weil er einfach viel zu niedrig war. Und jetzt ist er perfekt auch für die großen Shire. So, Moment, jetzt muss ich erstmal gucken. Feargrove. Von Feargrove aus reiten wir mal schnell zu den Urpferden und gucken uns mal die Urpferde an. Ich weiß, das Update ist nun auch schon einige Tage draußen, aber wie gesagt, für mich ist es jetzt tatsächlich das erste Mal, dass ich hier überhaupt wieder irgendwas sehen kann. Und ich freue mich da so super mega drüber, dass ich mir jetzt auch noch die Urpferde mit euch angucken möchte. Schade, dass ich nicht genug Starcoins habe, denn ansonsten hätte ich mir sehr gerne so ein hübsches kleines Urpferdchen gekauft. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Die Urpferde gibt es ja noch ein paar Tage. Bis zum 2. August. Bin ich da richtig informiert? Ich glaube, es war der 2. August. Und bis dahin könnte ich mir vielleicht noch genug zusammensparen, um mir das Urpferd kaufen zu können. Mal sehen. Aber das Gute ist ja natürlich nun auch, dass wir jetzt wissen, auch wenn wir uns jetzt gerade das Urpferd nicht leisten können, es kommt dann doch mal wieder zurück. Gott sei Dank. Da haben ja schon das letzte Mal viele von euch gesagt, oh, ich hätte so gerne noch so ein Urpferd-Pony gekauft und jetzt sind die Shire-Urpferde gekommen, also das letzte Mal. Und das war so schade und jetzt sind sie wieder da. Yay! Okay, ich gucke mir jetzt mal gerade die kleinen Urpferde an hier. Ist wieder das Lila, ne? Ich finde diese Färbung echt irgendwie krass. Auf jeden Fall. Welches Urpferd ich mir aber kaufen würde, ist dieses hier. Finde ich nämlich echt richtig cool, die Färbung. Fand ich schon das letzte Mal total toll, dieses Rot-Schwarze. Ich mag ja Rot-Schwarz total gerne. Und ich glaube, wenn ich mir dann noch eins kaufen kann, dann werde ich mir auf jeden Fall dieses kleine Urpferdchen hier kaufen. Weil es einfach richtig zauberhaft ist. Das Blau ist auch irgendwie ganz cool. Aber ich stehe doch eher auf Rot-Schwarz. Schöne Äuglein. Schön. Ach, Mann. Oh, so schade, dass ich mir heute keins kaufen kann. Aber jetzt haben wir uns das Anfangspferd mal zusammen angeschaut, haben uns die Urpferde zusammen angeschaut und ich bin da wirklich sehr positiv überrascht, besonders bei den Anfangspferden. Also, mega cool. Auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, was ich da noch zu sagen soll. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie die anderen Pferde aussehen. Und ich denke, ich werde mir bestimmt nochmal eins von den alten Modellen kaufen, weil so sind sie echt nicht mehr alt, sondern sie sind echt richtig, richtig schön. Ja, wie findet ihr das Ganze eigentlich? Wie gesagt, ich habe ja noch keine Rückmeldung von euch bekommen oder irgendwo gelesen, wie ihr die Anfangspferde jetzt findet und ob ihr euch Urpferde gekauft habt jetzt hier von den Ponys. Schreibt mir doch einfach mal alles in die Kommentare, dass ich mal wieder so ein bisschen jetzt auf den neuesten Stand bin und weiß, was bei euch los ist, ob ihr euch die Anfangspferde angeschaut habt, wie ihr die findet, was ihr euch gekauft habt, ob ihr euch überhaupt irgendwelche neuen Pferde gekauft habt und ja, einfach mal alles komplett, was ich jetzt die letzten 2 Wochen verpasst habe, einfach mal schön in die Kommentare schreiben, damit wir uns da mal ein bisschen drüber unterhalten können. Ja, Streams wird es jetzt nächste Woche oder beziehungsweise ihr
bei euch ist jetzt Montag, wird es diese Woche wahrscheinlich auch wieder geben, denn ich kann jetzt endlich wieder anfangen zu streamen. Und ja, mein PC steht jetzt, mein Zimmer ist zwar noch nicht ganz fertig hier, wo das, wo der PC drin steht. Deswegen kann es sein, dass es jetzt noch ein bisschen hallt, weil der Raum noch relativ leer ist. Und dann kann so ein kleiner Hall durchaus mal passieren. Ich hoffe nicht allzu sehr. Das werde ich dann sehen nach der Aufnahme und nach dem Stream. Okay, ich will aber nicht zu sehr weiter quatschen hier. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage euch bis zur nächsten Folge und auf Wiedersehen.